Jo, genau, da müssen wir so einige Sachen reinpacken, von denen wir noch nichts dabei haben. You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? Yeah. You mean the RPD Special Force Team? Ugh. Hey, is someone wounded back there? Ja, ist er. Was liegt da? Richtig. Ich glaube, das ist Enrico. Nee, Enrico war der Typ eben, ne? Oder? Ach, Enrico, Quatsch. This looks bad. They're coming. Get ready. Mikhail. Fire. Mikhail. Fire. Stay together. Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. Das ist, glaube ich, Mikhail. Und der andere Typ, den wir eben kennengelernt haben, das ist Nikolai. Was ich eben sagte, Enrico, der war ja aus Teil 1. Ich bin nicht ganz auf von der Höhe von Resident Evil. So, Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survive. We should work together. No. We can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Oh, wir kriegen zwei Taschen mehr. Yeah. Ah, das ist doch mal ein geiler Plan, ne? Jo, das ist super. Das ist prima. Das ist delizioso. Irgendwo hier muss der Schraubenschlüssel liegen, den wir brauchen. Da liegt er doch. So, dann müssen wir jetzt die Kurbel holen und dann können wir die Tankstelle betreten. Und hier ist, glaube ich, nur... Ja, hier können wir die Bahn in Gang bringen. Ah, das ist sehr gut. Ja, so langsam nimmt das Spiel Form an. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch heil zurück. Nicht, dass jetzt schon ein gewisser Scheiß passiert, von dem ich schon wieder Panik habe. Ich hoffe nicht. Ich glaube, wir können noch ganz normal zurückgehen. Gut, ein paar kleine Zombies müssen wir auf uns nehmen, aber wir haben ja noch... Beziehungsweise wir haben jetzt wieder genügend Munition. Sollte kein Problem darstellen. Da bist du ja. Du kleiner Penner, du ekliger. Wolltest du mich beißen? Wolltest du mich beißen? Ja, wolltest du. So. Ich wusste, dass diese Tür irgendwann aufgeht. Da ist doch was drin, oder nicht? Aha. Hallo? Es hängt schon wieder. Ja, nehmen wir mit. Ist da noch eins? Nee. Oh, jetzt können wir die drei blauen zusammen mixen. Und ich hoffe, dass es immer noch gute Munition ergibt. Ups. Nö. Die lassen wir leben. Okay.
Dann gehen wir hier lang. Mann! Oh, das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Das hat doch was geschafft. Das ist ein Digger, ne? Oh, habe ich irgendwo schon aufgeräumt. Cool. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir kombinieren den mit dem und den mit dem. Und dann kombinieren wir noch den mit dem. Denn wir müssen hier was mitnehmen, glaube ich, oder? Jo, müssen wir. Ah! Richtig. Oh, es fügt sich alles zusammen. Sehr schön. Dieses Bronzebuch, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Bronzebuch, ja, meine ich doch. Bronzebuch. Nehmen wir mit. Ja, so langsam lösen sich die ganzen Rätsel. Ja, was noch wichtig ist, wir dürfen jetzt noch... Oh, Mensch, was ich jetzt... Oh, wir dürfen noch gar nicht zur Tankstelle. Was ich am Anfang des Videos gesagt habe, wir müssen noch mal in die alten Bereiche zurück und ein paar Dinge erledigen. Das machen wir alles vor der Tankstelle, auf jeden Fall. Weil wir sonst gar nicht mehr im Besitz des Schraubenschlüssels sind. Denn ich denke, der Schraubenschlüssel... Nee, gar nicht wahr. Der Schraubenschlüssel zerbricht nicht. Aber die Kurbel zerbricht. Irgendwie sowas. Die zerbricht, glaube ich, bei der Tankstelle. Deswegen mache ich jetzt hier eine Speicherung. Und danach geht das richtig los. Dann können wir ordentlich Items beschaffen. Aber wir werden nochmal eben das Zeug jetzt zusammenmixen. Das Bronzebuch, das brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir natürlich auch. Jetzt werden wir erstmal den mitnehmen. Ich muss mir ein bisschen Platz machen. Den mitnehmen und den. So, jetzt mal eben gucken, was da jetzt bei rauskommt. Ich habe es nur noch so in Erinnerung, dass das was Tolles war, die drei blauen. So, mal gucken. Was passiert denn, wenn wir das mixen? 24 Magnum-Patronen. Das ist genial. Die legen wir weg. Die brauchen wir später für unseren Endboss-Fight. Okay, wir legen das scheiß Gerät hier weg. Wir werden das mal so machen. Hier müsste eigentlich die Knarre hin. Wir machen das mal anders. So. Da die Knarre hin. Hier hätte ich gern unsere Schrotflinte. Das ist gut. Hier möchte ich... So ist das schön sortiert. Genau. Dann nehmen wir den noch mit. Was wir gleich mitnehmen, ist dieses Buch. Obwohl, das können wir auch nachher machen. Was nehmen wir denn noch mit? Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen den. Und den Rest lassen wir so. Dann rüsten wir uns vielleicht noch mit einer Waffe aus. Das könnte immer ganz gut. Und dann speichern wir jetzt ab. Okay. Haben wir auch schon wieder fast 1,5 Stunden gespielt. Gut. Ja. Bis hierhin. Ich denke, wir haben uns ganz tapfer geschlagen, sag ich mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Let's Play macht euch wieder Spaß. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit Resident Evil 3 Nemesis. Auf Wiedersehen, euer Alex. Tschüss.